Mit dem Farbdialog können wir einen tiefen Einblick in die Seelenwelt unserer Klienten erhalten. Denn Farben haben einen starken Bezug zu unserem Unterbewussten. In diesem Bereich unserer Psyche treffen wir ca. 80% unserer Entscheidungen. Der Farbdialog ist eine primär nonverbale Kommunikationsmethode, die es in drei Arten gibt. Als Selbstausdruck. Der Klient malt, um sich auszudrücken und sich gegebenenfalls emotionale Erleichterung zu verschaffen. Das Bild kann im Unterbewussten Lernprozesse auslösen, denn Gestaltung ist häufig auch Bewältigung. Diese Variante stellt die gut durchführbare Art dar, eine Krise selbst zu spiegeln. Als Dialog zwischen Klient und Therapeut. Klient und Therapeut malen gemeinsam ein Bild. Hier geht es neben dem Selbstausdruck auch um ein gemeinsames Erkennen von Zusammenhängen hinter einer Krise oder Lebensmustern. Der Dialog offenbart durch die Erfahrung zweier Menschen, deren bewusste und unterbewusste Welten sich gegeneinander und miteinander spiegeln, befruchten oder hemmen, Möglichkeiten für Lösungswege, die ein Individuum allein nicht hätte hervorbringen können. Diese Art des Farbdialogs ist besonders für die Praxis im Allgemeinen und speziell für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geeignet. Denn Lernstörungen, Ängste und Entwicklungsverzögerungen können mit ungelösten Konflikten und anderen Problemen im Unterbewussten eines Kindes in Verbindung stehen. Da sich Kinder verbal häufig nicht äußern können oder wollen, ist diese Methode sehr geeignet, denn ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte. Farbdialog als Multilog innerhalb einer Gruppe. Das von mehreren Menschen gemalte Bild verdeutlicht soziale Beziehungen und Dynamiken untereinander. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Familie, eine Firma oder eine andere Art sozialer Gemeinschaft handelt. Das Ziel ist, einen Weg zu finden, der allen nützt und auf dem sich alle entwickeln können. Je länger die Gruppe zusammenbleibt, desto intensiver kann dieser Prozess durchgeführt werden. Der Farbdialog ist in vielen psychotherapeutischen Praxen ein sehr beliebtes Verfahren. Inwieweit eine Anwendung für Sie persönlich sinnvoll ist oder ob bei Ihnen irgendwelche Gründe gegen seinen Einsatz vorliegen bzw. Nebenwirkungen zu erwarten sind, besprechen Sie bitte mit einem fachkundigen Therapeuten.